Eine im Saarland geplante Chipfabrik wird vermutlich nicht gebaut. Der Autozulieferer ZF und der US-Halbleiterhersteller Wolfspeed hatten die Pläne 2023 vorgestellt. Nach Informationen verschiedener Zeitungen wird das Projekt aufgrund der geringen Nachfrage nach Elektroautos gestoppt. Näheres dazu jetzt von Anja Kohl. Das voraussichtliche Aus ist eine Hiobsbotschaft für das Saarland und für Deutschlands Ambitionen, eine eigene Chipfertigung für die Transformation zur Elektromobilität aufzubauen. Bei den Chips geht es um hochmoderne Stromsparchips für kleinere und effizientere Batterien für E-Autos. Hergestellt werden sollten sie in einem neuen Werk in Ensdorf nahe Saarlouis. ZF und Wolfspeed wollten 2,8 Milliarden Euro darin investieren. Gefördert vom deutschen Staat, doch nun wohl der Stopp. Eine schwache Nachfrage nach E-Autos und hohe Verluste zwingen beide Unternehmen dazu, alle Standorte auf ihre Wettbewerbsfähigkeit hin zu überprüfen. ZF plant einen Kahlschlag in Deutschland. Ein Drittel aller Werke könnte geschlossen werden. Bis 2028 könnten mindestens 1.800 Stellen allein im Werk in Saarbrücken gestrichen werden. Was haben Albert Einstein, Marilyn Monroe und Ed Sheeran gemeinsam? Sie stotterten als Kinder und machten dennoch eine große Karriere. Das macht Mut, denn viele Menschen, die stottern, erleben im Alltag Ungeduld und Gehässigkeiten. Etwa 5% aller Kinder stottern, bei vielen hilft aber eine Therapie. Mehr als 830.000 Menschen sind insgesamt in Deutschland betroffen, darunter auch Erwachsene. Laura Weigele zeigt uns am heutigen Welttag des Stotterns, wie eine Betroffene aufklären und Vorurteile abbauen will. Hallo. Meine Freundin hat mir ein Buch empfohlen, The Sapiens. Mhm. Den Autor kann ich leider nicht aussprechen. Harari. Nach einem Buch fragen. Für viele selbstverständlich. Für Jennifer Springer sind solche Situationen oft schwierig. Das ist einfach ein sehr überwältigendes Gefühl, wenn man in einer Situation ist, in der das Gegenüber einen nicht ausreden lässt und einen unterbricht. Und dann denke ich, oh nein, du stotterst zu doll. Im August vergangenen Jahres wacht Jennifer nachts auf und kann nicht mehr richtig sprechen. Vermutlich ein Schlaganfall. Das Stottern schränkt die 33-Jährige damals stark ein. Ich habe mich noch nicht mal getraut, Bahn zu fahren. Ich habe mich nicht getraut, einkaufen zu gehen, geschweige denn Zeit in einem Café oder Ähnlichem zu verbringen, weil ich diese permanente Angst hatte, gleich fragt dich jemand nach dem Weg oder jemand will wissen, wie spät es ist und du kannst nicht antworten. Um wieder am Leben teilnehmen zu können, macht Jennifer eine Therapie. Dort lernt sie Techniken, wie sie mit dem Stottern umgehen kann, denn heilbar ist es bei Erwachsenen selten. Die neurologisch bedingte Störung kann psychische oder genetische Gründe haben oder Folge einer Krankheit sein. Typisch ist, dass bei stotternden Menschen die weiße Masse im Gehirn nicht in dem Maße ausgebildet ist. Das heißt, dass die Geschwindigkeit zur Übertragung des Signals zum Ausführen des Sprechens langsamer funktioniert, als es eigentlich notwendig wäre. Was Jennifer aber fehlt, sind Vorbilder, Menschen, die ihr Mut machen. Auch deshalb fängt sie in den sozialen Medien an, ihren Alltag zu teilen und nicht Betroffenen Tipps zu geben. Nummer 2, Geduld. Hab bitte einfach ein bisschen Geduld mit uns. In der Regel wird es für uns dann sehr viel einfacher und auch für euch ist die Gesprächssituation angenehmer. Ohne Druck sprechen zu können und sich austauschen. Dafür trifft sich alle 2 Wochen die Stotter-Selbsthilfe in Köln. Für Jennifer und andere Betroffene eine wichtige Stütze im Alltag. Dass ich halt anschließend nach den Gruppenabenden so wieder mehr Selbstvertrauen habe und ja, das bringt mir einfach so viel. Man konnte nicht drüber reden. Es war immer so dieses Deckmantel des Tabus darüber. Und das ist in der älteren Generation sehr bekannt. Heute ändert sich das. Für die Zukunft hat Jennifer aber einen Wunsch, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Und